Brücken mit Otto Rehhagel besucht Afghanistan. Wenn die Trainerlegende zum Truppenbesuch kommt, ist die Freude groß. Für Weltmeister Deutschland ist Fußball gerade im Auslandseinsatz ein Stück Heimat. Für Otto Rehhagel war es nicht der erste Besuch bei Soldaten. Ich war in Pristina, also im Kosovo, und jetzt wurde also diese Geschichte mit Afghanistan in den Vordergrund gerückt, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin bereit, hierher zu fahren, mich mit den jungen Menschen zu unterhalten, ihnen Mut zuzusprechen und ihnen zu sagen auch, dass wir auch zu Hause das respektieren, dass sie hier sind und einen gefährlichen Job machen. Und ich wollte sie auch mal auf ein paar andere Gedanken bringen. Und wir haben miteinander Fußball gespielt und ein bisschen was aus der Heimat erzählt. 4.500 Kilometer von zu Hause entfernt freuten sich die Soldaten über Trainingseinheiten auf Bundesliga-Niveau. Der eigentliche Höhepunkt aber war ein Kleinfeld-Fußballturnier im Camp Marmal. Am Ende des Turniers gab es für die Siegermannschaft einen ganz besonderen Preis. Der Deutsche Fußballbund hatte Otto Rehhagel original signierte Trikots und Bälle der DFB-Auswahl mitgegeben. Ein schönen Abend. Vorab danke an Otto Rehhagel und den DFB für die super Geschenke. Dafür, dass wir wild zusammengewürfelt haben. Komm her, Jungs. Kommt her. Dass wir wild zusammengewürfelt waren. War ein super Team. Macht Spaß. Komm her. Nicht umsonst. Also, welchen Platz habt ihr gemacht? Ach, den ersten. Den ersten.